Jahr 1908 X. Braucht die Erde. Das Problem, alles ist im Arsch. Die Mission, Fehler der Geschichte aus. Das Team, Super Temporal Infinite Manipulation Expert Force. Das Ziel, ein besseres Leben. Der Plan, durch die Zeit reisen und verhindern, was nicht hätte passieren sollen. Zum Beispiel Invasionen durch Aliens, schreckliche Literaturverfilmungen und Boybands. Konsequenzen, Gott wütend machen. Versehentlich die eigene Mutter daten. Risiko absolut gerechtfertigt. Wann es losgeht? Jetzt. Und damit herzlich willkommen am frühen Morgen für mich. Es ist 6:30 in der Früh. Ich fasse es selbst kaum, dass ich so früh aufstehe, wobei es für mich selbstverständlich ist, so früh für euch aufzustehen. Habe halt eine heftige Arbeitswoche vor mir. Und deshalb habe ich nicht so viel Zeit zum Spielen und so muss man dann eben morgens ran. Super Time Force Ultra ist unser Titel, den wir heute testen werden. Er ist jetzt seit 3 Tagen auf dem Markt. Full AD haben wir. Seit 3 Tagen auf dem Markt. Er hat Full Controller Support mit dem Xbox 360 Controller. So wird gespielt. Du beginnst mit 60 Sekunden auf der Uhr, musst das Ende des Levels erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du kannst angreifen und springen. Halt die Angriffstaste gedrückt, um einen Spezialangriff aufzuladen. Du kannst jederzeit einen Timeout benutzen, um die Zeit zurückzudrehen. Deine vergangenen Ichs kämpfen an deiner Seite. Kannst du also deine eigene Armee schaffen. In jedem Level 5 Clocks. Clocks erhält zur Zeit. Timeout töte alles. So weit, so gut zur Spielmechanik. Es ist ein 2D-Side-Scroller auf Steam für knapp 13 Euro zu haben. Heute wird das mal wieder ein kleines Let's-Test. Ein Review, ich gucke es mir an. So geht's los mit der Story Philadelphia 1987 in den USA. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe das Zeitreisen erfunden. Ich lebe hoch! Ja, das Zeitreisen von den Philadelphia. Und auf einmal fängt die Erde an zu kollabieren. Plötzlich kommen Aliens. Oh. Cincinnadelphia. USA 1908X. Was zum Teufel ist gerade passiert? Erdbeben, Feuer, eine Roboterarmee. Ich hoffe, dass mein brandneuer Toyota Chromo GTSX keinen Kratzer abbekommen hat. Versuchen sie natürlich ein bisschen mit lustig sein. Moment mal, ich habe das Theorem für Zeitreisen entdeckt. Ich kann mein Auto retten und die Welt auch. Ich korrigiere. Ja, wir haben das Zeit. Oh, mit 2 Augen knapp mal. Also die versuchen richtig lustig zu sein. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was die da labern. Ja, einfach keine Lust. Mit A könnten wir das Ganze überspringen. Ich lese es mir noch ein bisschen noch durch. Aber wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen vom Spiel sehen, von daher gucken wir uns mal an, wie wir mit dem Raumschiff die Gegend cruisen, der Space Bus. Das mobile Hauptquartier der Super Time Force. Ja. Könnt ihr glauben, dass dieser nerdige Wissenschaftler mein altes Ich war? Echt gruselig. So, erste Mission, langweilig. Okidoki, los geht's. Und dann haben wir auch schon das Spiel vor uns. Den Superangriff können wir aufladen, indem wir X gedrückt halten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Victoria simuliert einen feindlichen Blaupunkt, nur keine Hemmungen auf. So, jawohl. Erinnert ein bisschen an Contra. Ein bisschen an Contra, wirklich. Und nochmal ein bisschen schlechtere Grafik als Super Contra. Ja, sehr gut.
Sehr gut. Rambuin. So, weiter geht's. Hi Amy. Es war ein echt tolles Grillen bei dir letzten Wochenende. Und schon komisch, dass wir so gute Freundinnen, obwohl wir uns erst 2 Minuten kennen. Zeit gerade natürlich genial. Oder ach ja, das Tutorial. Gut, dann probier erst einmal deinen Querschläger aus, okay? Nein. So, das kann sie also. Kann Wände durchschlagen. Dann schieß mal los. Zack. Zack. Bam. Dann geht's richtig los. Was geht, Shirley? Bist du bereit, dieses ganze Üben hinter dich zu bringen? Laden deinen Angriff auf, um die Kugeln dieses falschen Block. Oh! Mich erwischt. Hat mich erwischt. Oh, fuck. Okay. Ah, okay. Er hat also keine direkte Waffe, sondern kann halt einfach nur... Chili ist da, um Sachen zu verteidigen. Ah, okay. Und hauen kann er auch. Er hat also nah. Also, es ist Zeit, eine Schildkugel zu platzieren, wenn er genau zur richtigen Zeit loslässt. Sehr gut, sehr gut. Also es läuft ganz gut. Bis jetzt ist die Steuerung auch wirklich easy mit dem Controller. Ich weiß nicht, wie es auf Tastatur läuft, aber der Xbox 360 Controller für PC ist ja dann doch gängig. Zündet die Zeitdüsen, halte ich fest. Ah, mit LT kann man dann zurückspulen. Okay. Ein Team-Up und ein Timeout. Da bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Ich kann jetzt hier rumjumpen und jedes Mal so weiter geht's. Bin ich mal gespannt. Das vielleicht so aus. Und wo wir die Super Time Force sind, befinden wir uns immer in einem Wettlauf mit der Zeit. Ganz kurz so. Zack, da hat man nochmal eine Nachricht rausgeschickt, da bekommt er Lust, drücke B, um die Timeouts zu nutzen. Timeout. Amy, Shirley und Jean Rambouille. Auch gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Ja. Soria muss sein, drücke B, sobald ihr einen Timer für einen neuen Timer von unten eine Feuerkapsel kann ihr das beim Überwinden schwieriger Bereiche wie die. Okay. Okay. Das ist natürlich so eine Sache dann für sich. Und dann mal gucken. Man hat dann die Möglichkeit, diese Timeouts hier zu starten. Also, da ist ein Zeitpunkt dran. Wieder einer tot. Gibt's ja.
kannst nicht an der Stelle spawnen, wo du gestorben bist. Fuck. Waren wir alle tot, aber hat denen noch nicht gereicht. Die Kombination aus allen nutzen. Es gibt leider keinen Multiplayer-Modus. Ich finde das sehr, sehr interessant. Das war jetzt. Sharks. Zieht abgelaufen. Die Zieht ist abgelaufen. Das gibt's ja auch nicht. Ja, also nochmal zurück. Zack. Direkt ein Chart erwischt. Noch ein Chart erwischt. Noch ein Chart. Damit die Zeit extrem langsam läuft. Zack, zack, zack. Ging das. Okay, Leute, ich lade eine Kampfsimulation, in der scharf geschossen wird. Zack. Zack. Ah. Time out. Time out. Das haben wir da eingesammelt. Sehr gut. Das ist ein Glower. Pro Level. Okay, Glorb vergessen. Hier haben wir noch einen Glorb. Also, es geht voran. Wir kommen durch. Ah, und dann sterben wir wieder. Das mit den Timeouts finde ich zwar cool, aber ehrlich gesagt, verstehe ich den Sinn noch nicht ganz. Denn immerhin. Jawohl. Der war schön gelöst. Schön gelöst. Schön drüber nachgedacht auch. Ah, Angeln, okay. Ja. Ja. Einfach die Globes und dann sind wir durch. Gute Arbeit, ihr habt gezeigt, dass ihr es drauf habt. Also lasst uns endlich loslegen. Also das Tutorial war schon eine lange Masche. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. So viel kann man sagen. Definitiv. Jetzt landen wir in Philadelphia. Und dann sind wir mal gespannt. Das erste Level spiele ich auf jeden Fall mit euch. Ich will mal sehen, wie es so um Bossgegner und sowas steht. Level Ups, ob hier überhaupt RPG-Elemente drin sind oder sowas. Das wollen wir ja gar nicht. Na, ey. Man stirbt dann nach einem Schlag und das ist das, was ein bisschen bothert. Man hat zwar diese Timeouts, aber das ist natürlich auch auf Dauer ein bisschen lästig. Bin ich wieder tot. Okay.
2 AP. Aber. Ah. Trucks kann man zerstören, das ist auch cool. Ja, gibt's doch gar nicht. Zack. Zack. Wer ist er denn? Mein alter Kumpel Jeff. Jeff wäre eine tolle Verstärkung für uns. Ich hoffe auch, dass Jeff nicht getötet wird. Kann ja nicht wenden. Ja, schon in der kurzen Zeit habe ich doch keine Chance. Ah, leckt Arsch. Scheiß auf Jeff. Scheiß auf Jeff. Hab ich jetzt auch keinen Nerv für. Wieder tot. Schön, das macht richtig Spaß. Wieder tot. Das ist so wunderschön. Macht richtig Spaß. Richtig Laune. Immer nach einem Schlag drauf zu gehen. Sharks. Schön die Sharks dann auch sind, aber irgendwie fehlt dann auch der Fun. Dann haben wir nochmal ein Time Orb. Da bin ich mal gespannt. Also das Fazit wird schwierig. Das macht teilweise echt eine Menge Spaß, teilweise echt einen Riesenspaß. Teilweise ist es aber auch lästig, dann dauerhaft zu sterben und immer wieder zurückzuspringen. Das ist eine coole Funktion, aber so nach One-Hit immer schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Und dann bist du da an so einem Punkt, wo er einfach nicht durchkommt. Da musst du da die Sonne nehmen. Mal da aber noch zurückspulen, das ist ein 4 pro Match. Kann am Vorschuss hier einmal rufen. Was sind Lukers? Wir gucken in Zeit, um die Wellen zu finden, die cool genug sind. Ziemlich cool. Eieieiei. Ah, sieht nach einem Bossfight aus. Ich grüße euch, Super Slime Force. Ich bin es, Dr. Infinity. Infinity, nee. Was meint er jetzt hier oder was kommt jetzt? Bin ich mal gespannt. Schau ich da zusammen. Kollabiere. Wie ein Klappstuhl. Steht er da lange nicht mehr auf. Wie ein Klappstuhl. Aber ich bin gespannt, was er reißen will. Da schießt er sich selbst ins Gesicht. Level geschafft, 126 Sekunden. Nicht schlecht, also nicht schlecht. Nicht schlecht. 2 von 3 Lukers. Slow-Mo kann man nicht angucken. Wenn man durchs Level gehuscht ist. Es ist, denke ich mal, spiele dauert auch mit 60 FPS, also das ist ein flüssiges. Man hat dann noch Hilfe, Level Neustart, Level verlassen und zurück zum Titelbildschirm. Das werde ich jetzt mal machen, denn das war es soweit von Super Time Force Ultra. Das war so mein erster Eindruck. Ich habe vorher schon ein bisschen länger gespielt. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so überzeugt davon, denn... Ja, es ist ein bisschen lästig mit dem ewigen Zurücksprung, weil man halt nach einem Schlag stirbt. Die Grafik, gut, die braucht man bei so einem Spiel nicht erwähnen. Es ist halt retro gehalten, sieht ganz schick aus dadurch.
Für 13 Euro so ein Side-Scroller, da hätte ich mir ein paar RPG-Elemente oder sowas gewünscht. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ist kein schlechtes Spiel, definitiv nicht. Es macht Spaß. Ist vielleicht von kurzweiliger Dauer, die Steuerung geht flüssig von der Hand, erinnert ein bisschen an Titel wie Contra. Und von daher, also eine 5 von 10 bekommt das Spiel von mir, auch weil der Soundtrack wirklich gelungen ist. Allerdings ist es für mich nichts auf Dauer, deshalb keine höhere Punktzahl. Trotzdem danke fürs Zuschauen und vielleicht habt ihr Interesse an dem Spiel. Der Vorgänger war ja auch schon sehr beliebt und ich denke mal 13 Euro sind auch gar nicht so viel. Viel Spaß damit!